Aloha, liebe Fischegeborene. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu eurer Monatslegung für den Monat Juli. Und wenn dich interessiert, was da auf euch zukommen wird, dann bleibt doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, hello, lieber Fisch. Schön, dass du dran geblieben bist, hier zu deiner Monatslegung für den Monat Juli. Und wie du siehst, habe ich hier schon die 4 Kartendecks vorbereitet, mit denen ich hier heute legen möchte. Die genaue Beschreibung der Karten als auch die Verlinkung zu den Verlegen findest du wie immer in der Infobox und so natürlich auch noch weitere Informationen über meinen Kanal. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier mit diesen Lenny-Karten und mit den Tarot-Karten für dich wieder ein großes Blatt ausbreiten und dann hier noch mit diesen beiden Zusatzkarten eben noch 2 Energiekarten dazu springen lassen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, meine lieben Fische, willkommen hier zurück. Wie du siehst, habe ich jetzt hier das große Blatt ausgebreitet und jetzt möchte ich ganz gerne hier noch einmal aus den Monologie-Cards eine Karte springen lassen, um noch zu erfragen, welche Energie begleitet dich sonst noch? Um was geht es hier für die Fischegeborenen im Juli 2024? Und wow, wir haben hier einmal A New Start is Coming und für dich, lieber Fischemensch, gilt, dass der Neumond im Juli für dich eine sehr wichtige Energie darstellen wird. Leider weiß ich nicht, wann dieser jetzt genau stattfindet, aber ich lade dich recht herzlich dazu ein, meine Weekview zu sehen. Das ist dieses Tarot, welches ich sonntags immer hochlade, welches die Wochenenergie für die kommende Woche beschreibt. Und da sind auch immer astrologische Vorschauen mit dabei und da benenne ich immer, wenn es einen Neumond oder einen Vollmond gibt. Und eben natürlich auch, was in dieser Zeitqualität dann eben zu beachten ist. Und hier steht, dass hier ein neuer Beginn oder etwas Neues für dich auf jeden Fall vor der Tür steht. Und jetzt gucken wir mal noch aus den schamanischen Karten, was hier noch für dich an Energien raus möchte. Was darf ich hier noch den Fischegeborenen mitteilen? Und wir haben Discernment. Wow! Ja, diese Karte beschreibt nämlich deine Wahrnehmung bzw. auch ein oder dein Urteilsvermögen über eine Sache. Und ich nehme hier ganz klar wahr, auch mit dem weiteren Outcome, lieber Fischegeborene, dass es für dich im Juli sehr stark hier um eine Beendung eines Zykluses geht. Schau mal bitte, um welchen Lebensbereich es hier für dich handelt. Es kann auch gut sein, dass es auch um mehrere Lebensbereiche bei dir geht. Und ich sehe, dass du unterbewusst, weil du bist ja ein sehr, sehr sensitiver und sensibler Mensch auch, der auch häufig feinstofflich ein größeres Wahrnehmungsspektrum hat als andere Menschen, also einfach von Geburt an eben. Und ich nehme hier wahr, dass du irgendwie schon spürst, dass jetzt im Juli für dich ein Neubeginn in einer Sache kommen wird, nachdem sich eben auch hier mit der Welt etwas Altes abgeschlossen hat. Und diese ganze Angelegenheit macht dich aber halt nervös, ne? Weil ich meine, Menschen mögen in den meisten Fällen auch keine Veränderungen im Leben. Und aber wir können jetzt es ja sowieso nicht verhindern, zum Glück auch, dass sich ständig eben Dinge verändern. Das ist sehr, sehr gut, weil Stagnation ist einfach der Tod. Und ich sehe, dass du hier ein bisschen aufgeregt sein wirst. Aber diese Aufregung ist positiv. Ja, also ich sehe hier keinen Kummer, Sorgen oder Leid oder so. Vielleicht schon hier in der ein oder anderen Geschichte oder Sache, die aus deiner Vergangenheit hier nochmal nach oben poppen wird. Aber da komme ich gleich dazu. Aber letztendlich nehme ich hier klar wahr, dass die Vögel hier dafür stehen, dass diese Aufregung, die hier in dir wahrzunehmen ist, eben sich aus einer negativen Energie in eine positive Energie verändern wird und du dich auch irgendwie in gewisser Weise darauf freust, was jetzt hier auf deinem weiteren Weg liegt und was dich hier eben dann sozusagen auch in der nächsten Zeit beglücken darf, ja? Okay, lieber Fischemensch, falls du diese letzte Karte nicht ganz gut erkennen kannst hier, wir haben hier The Sun of Cups und jetzt kommen wir mal hier noch zu deiner großen
Legung für den Juli. Und ich nehme hier ganz klar wahr, dass es hier für dich um Herausforderungen geht im Juli, die du hinter dir lassen wirst. Also es geht hier ganz klar um eine Art auch Überforderung, die dich vielleicht emotional erfasst hat. Es kann hier aber auch um finanzielle Aspekte gehen. Mit irgendeiner Situation warst du eine längere Zeit hier überfordert. Und ich sehe auch, dass das gut damit zusammenhängen kann, dass du hier eine irgendetwas beendet hast oder etwas mit dir beendet wurde. Also es kann hier gut darum gehen, dass du vielleicht einen neuen Vertrag irgendwo abgeschlossen hast, nachdem du einen alten gekündigt hast, dass du hier vielleicht einen neuen Arbeitsplatz für dich gefunden hast und hier eine Kündigung ausgesprochen hast, dass du dich vielleicht von deinem ehemaligen Partner getrennt hast. Solche Dinge sind hier ganz klar auch nochmal mit dem Turm angezeigt. Und es ging hier um irgendetwas, was dir Stabilität gegeben hat, was an deinem Fundament wirklich gerüttelt hat. Und das Ganze ist aber auch sehr gut möglich, dass es auch emotionaler Art hier bei dir sich in deinem Leben zeigt. Das muss also nicht unbedingt mit den Sachen zu tun haben, die ich eben benannt habe, sondern hier kann es auch wirklich einen emotionalen Zusammenbruch gegeben haben. Was aber wiederum tatsächlich hier eine sehr glücksbringende Energie auch mit sich bringt. Denn alles hat ja im Leben immer zwei Seiten. Und ich nehme hier wahr, dass du erst durch diesen Zusammenbruch vielleicht Dinge hinterfragt hast in deinem Leben oder auch in den ersten 2 Juliwochen hier nochmal hinterfragen wirst. Denn du wirst hier definitiv nochmal mit alten Themen hier konfrontiert, vielleicht auch über eine Kontaktaufnahme, die eine längere Zeit hier blockiert war, weil ich nehme hier wahr, dass entweder du oder auch die Person im Gegenüber hier sozusagen seinen oder ihren Schutzwall hochgezogen hat, dass man sich hier auch ein bisschen voneinander distanziert hat. Und hier wird nun wieder eine Kontaktaufnahme eine Rolle spielen. Es ist auch gut möglich, dass man sich hier auch in der Öffentlichkeit trifft, dass man hier entweder auch zufällig übereinander läuft. Genau, also sich über den Weg läuft oder aber, dass man sich hier wirklich bewusst auch mit jemandem trifft, nachdem man hier eine Einladung bekommen hat nach einer längeren Zeit. Und diese Einladung oder dieses Treffen, das wird in dir einen Zwiespalt auslösen. Ich sehe, dass es hier einmal halt um diese herausfordernden Themen mit diesem Mensch oder mit dieser Situation nochmal gehen wird, dass hier das eben nochmal so aufgewühlt wird. Und aber gleichzeitig ist es auch eine positive Energie, denn erst dadurch, dass man sich diese Themen mit diesem Mensch oder auch mit dieser Situation nochmal ansieht, dadurch kann eben auch erst Heilung geschehen. Dadurch kannst hier du selbst als auch dein Gegenüber hier in den Wachstum kommen. Und wenn es hier nicht um eine Person geht, sondern um eine Situation, dann erfährt diese Situation jetzt durch diesen Zusammenbruch und durch den Neubeginn, der sich hier auf jeden Fall ja ankündigen wird im Juli, eine neue Chance, ja. Und es war dann eben nötig, damit dieser Wachstum eben hier auch geschehen darf, ja. Des Weiteren, lieber Fischemensch, sehe ich, dass es hier auch für dich um eine Reise gehen wird im Juli. Das kann jederzeit stattfinden. Das ist hier nicht genau definierbar, sowieso nicht, weil das hier eine Kollektivlegung ist. Ich möchte auch gerade kurz den Moment noch nutzen, dich darauf hinzuweisen, dass ich dir auch empfehle, dir auf meinem Kanal noch mindestens dein Aszendentzeichen anzusehen. Und wenn du es denn weißt, vielleicht auch noch dein Venus- und Mondzeichen. Das Mondzeichen könnte für euch Fische hier wirklich nochmal wichtig sein, gerade hier im Juli sich diese Legung nochmal anzusehen, weil du hier eine starke lunare Energie mitnimmst im Juli, die dich eben durch diesen Monat trägt. Und dadurch ist eben auch dein Mondzeichen sehr stark betont, ja. Und ich sehe, dass hier eine Reise eine Rolle spielen wird, die du mit einem Mensch machst, der dir sehr viel bedeutet, den du vielleicht auch liebst, dass es hier eben einfach dein Partner ist. Denn wir haben hier auch das männliche Gegenüber und direkt nebendran The Empress, das bist du selbst. Also ganz egal jetzt, ob du hier als Frau oder als Mann zusiehst, du kannst dich hier als die Schöpferin oder den Schöpfer deines Lebens sehen. Du bist hier die Herrscherin.
die die Zügel über ihr Leben in der Hand hält und es hier auch darum für dich geht, jetzt auch in der Öffentlichkeit sich wieder voller Stärke und auch in seiner inneren Balance auch zu präsentieren. Und das wird dir spätestens ab dem Moment gelingen, ab dem du dir dieses Thema hier nochmal angesehen hast, ja, diesen Tourmoment. Das könnte für dich auch irgendeine Sache mit einer Behörde sein oder vielleicht hast du auch ein Thema mit deiner Mutter oder aber auch wenn du jetzt hier als Mutter zuschaust, kann es auch sein, dass du ein Thema mit deinen Kindern hast oder mit einem Kind, was vielleicht ein Luft-, Erd- oder eben vielleicht auch ein Wasserzeichen ist, wie ich das hier so reinbekomme. Und ich nehme hier wahr, dass du im Juli durch diese Krebsenergie, weil die Sonne ja im Krebs steht oder diesen durchläuft, hier auf jeden Fall sehr stark die Themen der Häuslichkeit, der familiären Situation getriggert bekommst, hier auch nochmal in deine Verbindungen mit deiner Familie schauen darfst, die dich hier auch nochmal auf eine neue Bewusstseinsstufe bringen werden, wenn du es denn zulässt und wenn du dir dessen eben auch bewusst bist, ja. Ich nehme auch wahr, dass du dich auch im Juli zu Hause sehr wohlfühlen wirst. Vielleicht ist es sonst im Jahr nicht unbedingt immer gegeben, aber du magst vor allem den Sommer. Vielleicht hast du ein Haus mit einem wunderschönen Garten. Dann schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Oder vielleicht hast du auch eine Wohnung, die irgendwie im Sommer besonders schön für dich ist oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sehe ich hier auch, dass du eine sehr glückliche Zeit auch zu Hause gerne verbringst. Sowohl aber auch mal hin und wieder dich mit Freunden hier in der Öffentlichkeit triffst, um eben auch vielleicht das ein oder andere Thema aus der Vergangenheit hier auch nochmal mit anderen Menschen zu beratschlagen. Ja, das ist so das, was ich hier sehr stark wahrnehme. Der Aspekt der Harmonie und des Friedens, der ist für dich sehr wichtig, lieber Fischemensch im Juli. Du bist ja auch wie die Waage und auch wie der Krebs, finde ich sehr stark strebend danach, dass hier irgendwie Gerechtigkeit herrscht, dass man sich hier gut miteinander versteht, dass man hier wieder seine Wünsche und Bedürfnisse hier vielleicht auch mit jemandem teilt. Ja, das ist so das, was ich hier sehr stark wahrnehme. Dann, lieber Fischemensch, habe ich hier noch eine Information für dich liegen, die für dich sehr, sehr wichtig und auch sehr knackig sein wird im Juli, denn es geht hier auch nochmal um eine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist jetzt total interessant, ist in Verbindung hier mit einem Ast der Münzen angezeigt. Das bedeutet, es geht hier um eine reelle Chance. Es geht hier vielleicht auch tatsächlich um Materie, also im Sinne von Finanzen, Materie im Sinne von wertvollen Gegenständen oder von wertvollen Objekten, die du hier in irgendeiner Art und Weise angepriesen oder angeboten bekommst. Und ich sehe auch, dass das möglicherweise auch etwas mit deinem Partner zu tun haben kann. Und wenn du keinen Partner hast und jetzt hier als Single-Mensch diese Legung siehst, dann liebe Fischegeborene sehe ich hier ganz stark, dass du hier einem Mensch begegnen wirst im Juli, der dir deine facettenreiche Art nochmal aus einer anderen Perspektive spiegeln wird. Und dieser Mensch, der äußert auch eine Chance. Also hier geht es auch um einen Zugewinn oder um ein um etwas, was man hier sozusagen in Vorkasse leistet, um dann eben vielleicht aber auch eine etwas zurückverlangen, etwas von dir zurückzuverlangen. Und ich sehe, dass es da auch um die Themen Treue, Loyalität gehen kann oder auch um deinen Freundeskreis, ja. Also das könnte zum Beispiel so der Fall sein, dass du auf irgendeiner Einladung dich befindest, vielleicht auch Mitte Juli, und dort triffst du über Freunde, über nähere Bekannte hier einen neuen Mensch in eurem Umfeld. Und diese Person
könnte dir außer den Werten und dieser Stabilität, die dieser Mensch irgendwie mit sich bringt, auch noch eben eine Chance für dich darstellen in Sachen Liebe. Denn hier zeigt sich jemand, der ein sehr loyales und treues Herz hat. Und das ist eigentlich ja genau das, lieber Fischemensch, worauf du auf der Suche bist oder wonach du auf der Suche bist, ja. Und ich nehme hier auch noch wahr, dass das eine Person ist, die dich irgendwie schon aus dem näheren Umfeld schon kennt, vielleicht durch Hörensagen und auch, dass dich hier auch jemand schon eine Zeit lang beobachtet, also vor allem eben über Online-Plattformen, Social Media. Aber was ich hier auch sehe, ist, dass es hier auch tatsächlich der Fall sein kann, dass das eben ein etwas weiterer Bekannter ist, der hier ein starkes Interesse aber auf jeden Fall an dir entwickelt hat. Und es geht darum, dass du entweder diese Chance annehmen kannst, was dir dieser Mensch hier präsentiert, oder eben auch nicht, ja. Und ich sehe aber, dass für einige von euch hier etwas ganz, ganz Großes vor sich geht, gerade auch für die Fische Singles hier unter euch. Überlege dir ganz genau, wie du reagierst auf dieses Angebot, was dir dieser Mensch unterbreiten wird. Denn ich sehe, dass er ein sehr großes Potenzial hier hat, um dich auf eine sehr wertvolle Art und Weise glücklich machen zu können in seiner Zukunft. Auch wenn hier irgendwas noch an diesem Mensch ist, was dich stört. Schau dir diese Person ruhig mal ein bisschen genauer an, lieber Fischemensch, und fühl da auch mal in dich hinein, ob es hier nicht ein Potenzial für dich gibt oder ob es hier nicht vielleicht der Fall ist, dass ihr in Sachen Zukunftsplanung sehr ähnliche Pläne habt oder auch sehr kompromissbereit seid und hier sozusagen auch in die gleiche Richtung miteinander fliegen könntet, wenn du denn dieser Person oder vielleicht ja auch einer Umstand, einer Situation diese Chance gibst, ja, das ist ganz allein deine Entscheidung und sei dir auch da dieser Entscheidungsgewalt bewusst und wisse auch noch mal mit der Energie von Discernment, dass du eben auf jeden Fall hier dein Urteilsvermögen angesprochen wird in dieser Angelegenheit, ja. Denn scheinbar hast du hier eine sehr gute Intuition oder eben durch deine sehr sensitive Art eben auch auf einer anderen Ebene nochmal die Möglichkeit, hier auf diesen Mensch oder auf diesen Umstand genauer zu blicken. Und es ist hier auch gut möglich, dass dir hier ein Angebot unterbreitet wird, was dich aus deiner jetzigen Situation, in der du dich zwar recht wohl fühlst, aber sie ist halt in deiner Komfortzone und Entwicklung und Wachstum hier mit dem Baum erreichen wir erst dann, wenn wir außerhalb unserer Komfortzone uns bewegen, denn sonst wird dir immer das Gleiche in gewisser Art und Weise in deinem Leben geschehen, dass du diese Chance eben auch nutzt und das bringt dich eben auch in die Stärke, das bringt dich in deine Macht, ja, und es ist halt die Frage, ob du dies möchtest, ja. Dann sehe ich hier auch noch mal, dass du, lieber Fischemensch, im Juli dich in irgendeiner Art und Weise für eine Diät entscheiden wirst, dass du hier irgendetwas berücksichtigst, was eben mit vielleicht Züchten zu tun hat. Vielleicht bist du so reflektiert, dass du dir deiner Süchte bewusst bist, dass du dir deiner Bedürfnisse bewusst bist oder eben auch du zum Beispiel auch gerne etwas loswerden möchtest und nutze dafür auf jeden Fall den Vollmond im Juli und nutze noch mehr den Neumond, um etwas Neues für dich zu beginnen. Ich komme jetzt mal zu dem Thema Rauchen. Angenommen, du rauchst, ja, oder du trinkst. Und es ist jetzt hier im Juli für dich eine sehr, sehr schöne Zeitqualität, um mit diesen Süchten zu brechen. Denn du wirst eine außergewöhnliche Art der Stärke und der Kraft erfahren in diesem Monat, der dich eben in deinem Sein sehr stark unterstützt. Und du kannst dadurch recht plötzlich und aber auch sehr tiefgreifende Veränderungen in deinem Leben umsetzen, weil du jetzt eben die Kraft und die Stärke hast und auch die Motivation, das eben auch auf jeden Fall durchzuziehen, was auch immer das ist. Und vielleicht beschäftigst du dich ja auch mit spirituellen Themen sehr stark im Juli und dein höheres Selbst, dein Schutzengel oder wer auch immer hier du als sehr, sehr wertschätzend ansiehst in dieser
energetischen Ebene wird dir hier einen wichtigen Call übermitteln. Das könnte eben auch über Träume geschehen. Und hier wird dir sozusagen auch mitgeteilt, in welche Richtung du dich vielleicht auch hinsichtlich dieses Menschen oder auch dieser Angelegenheit entscheiden solltest. Ja, denn das Ziel ist, und da bist du ganz d'accord auch mit der lichtvollen geistigen Welt, dass du hier mehr in den Frieden kommst, dass du wieder mehr in die Leichtigkeit kommst, weil ich nehme bei dir hier Anfang des Julis eine sehr schwere Energie wahr, mit der du in diesen Monat gehst. Und das zeigt mir eben, dass du belastet bist, entweder psychisch oder vielleicht auch physisch. Vielleicht geht es dir einfach gerade nicht wirklich tippitoppi. Und um das eben wieder zu ermöglichen, ist es hier wichtig, in die Leichtigkeit zu kommen, dass sich eben eine Sache hier mit der Welt abschließt, was eben etwas Neues dann in dein Leben auch zieht. Und ich sehe auch noch, dass das etwas mit einer Wunscherfüllung zu tun hat. Und diese Wunscherfüllung hier auch mit deinem Verstand einhergeht. Also vielleicht bist du ja jemand, der ganz klar für sich manifestiert, weil du dir deiner Künste, deiner Skills in dem Moment da bewusst bist. Und wenn das aber jetzt nicht unbedingt der Fall ist, dann kann das auch sein, dass du in deinem Aszendenten Luftzeichen bist, Zwillinge, Wassermann, Waage. Und wie ich das vorhin schon besagt habe, guck dir auf jeden Fall mindestens mal noch dein Aszendentzeichen hier auf meinem Kanal an, weil das eben eine Kollektivlegung ist und so hast du ein bisschen detaillierteres Wissen über die nächsten 4 Wochen in deinem Leben. Okay, lieber Fischemensch, ich bin hier am Ende deiner Legung. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Wenn dies der Fall ist, dann lass es mich gerne wissen, indem du mir einfach ein Like da lässt. Du kannst mir auch gerne einen Superfang da lassen, dafür, dass ich mir auch immer wieder Zeit für euch nehme hier auf YouTube. Und ich freue mich auch sehr, wenn du meinen Kanal kostenlos abonnierst. Hier in der Mitte hast du die Chance dazu. Und ansonsten schau dir auch gerne noch deine Jahreslegung für 2024 an. Die erscheint, wenn du jetzt einfach dran bleibst. Alles, alles Liebe. Namaste.